Welcome to this IFR flight from Augsburg in Germany to Ostende in Belgium. IFR flight, not VFR flight. All right. So, on this flight we are making our way from Augsburg through the southwestern part of Germany to the Belgian border. We pass Stuttgart to the north and also we cross the border from Germany to Belgium just north of Luxembourg. Then we make our way across the very dense and busy Belgium airspace, essentially to the border of the North Sea. And then we are vectored right onto the ILS for runway 26 at Ostende. Eigentlich fängt die komplette Procedure fängt irgendwo über dem Platz an, dann fliegt man erstmal outbound, dreht dann um und kommt wieder rein. Vor allem, wenn wir Vektoren kriegen, werden uns die direkt auf den Final draufsetzen. Ja. Dann beginnt das Ganze in 2000 Fuß. Die Minimums, wo wir dann spätestens aus den Wolken rauskommen müssen, sind 213 Fuß. Für unsere Kategorie. Und vom Final Approach Fix zum Missed Approach Point. Final Approach Fix ist hier. Das ist der Outer Marker, den hört man dann nachher. Da geht dann das Licht hier an und man hört den Ton. Von dort aus sind es dann 4,1 Meilen bis zum Missed Approach Point. So, der Final Course. Direkt zu 257 ist der Final Approach Course. Bravo Romeo Hotel Alpha, Contact Process 128.8, bye bye. 128.8, Foxtrot Alpha, thank you, Brian. Guten Abend, Herr Vertreter, Bravo, was wollen wir jetzt gerade zu früh? Good evening, Foxtrot Bravo Romeo Hotel Alpha, level 90 inbound, denot. Foxtrot Bravo Romeo Hotel Alpha, good evening, radar, contact continue to denot. Continue to denot, Foxtrot Alpha. UTS 3319, descent flight level 80. Yes, level 80, UTS 3319. Ist eigentlich Strom für die Geräte dann irgendwo hier? Das ist, wenn die... Nee. Muss schauen, dass die Akkus voll sind. Oftmals gibt es noch so einen alten Zigarettenanzünder, wo man da einen USB reinstecken kann. Da ist jetzt hier keiner mehr drin, als das Panel hier mal geupdatet wurde. Also hier hat es ja auch noch einen Sprecher. Also das Flugzeug ist zu einer Zeit gebaut worden, wo das noch erlaubt war. Und als sie dann mal das Panel geupdatet haben, haben sie den Zigarettenanzünder rausgeworfen, weil sie da keinen Sinn mehr drin gesehen haben. Aber mittlerweile könnte man es halt wieder nutzen. Jetzt wäre es praktischer. Aber jetzt kann man sich solche USB-Dinger hier fest ins Panel einbauen. Aber die sind halt offiziell zugelassen und der ganze Papierkram tut mir hoch und da kostet so ein kleines USB-Scheißteil, kostet halt $300. Es ist billiger, sich so ein Alu-Pack zu kaufen. Renner 77 Quebec Bravo, ready to departure on the 665. Dan zou je 37 Bravo Maastricht 135.980 weer. Dat is 5832, When clear, Paris to Sasky, Irving 582. Runner 604, direct to Corvin. To Corvin, runner 604. 604, correct, Paris, runway 275. Runner 604. 185. Now, 182, runner 604. Ordentlich. Bilan 7822, maintain flight level 100 upon reaching this. Slow moving light traffic passing below in 2 minutes from right to left. Good evening, Swiss Force 7 Alpha level 185, final level 210, heading 105 to right. Swiss Force 7 Alpha, hello radar, contact continue on present heading and climb flat level 220. On present heading, climbing level 220, Swiss Force 7 Alpha.
Green Alpha, Kleine Echo, Flug 7, exit passing time level 9, Little Kleine Echo, level 1, Mathe, Hood, Media. Kleine Echo, Flug 7, exit, hello, climb level 2, 1, level 2, 1, 0, Kleine Echo, Flug 7, exit. Schiene drüben links. Für Kontrolle, bitte, ich habe Bravo, sehe ich auch, du hast einen Flughafen, zweite Kreuzung, Level 2, B-Line 9, 7, hello, Redach, Contact, Devils, Cruise, Cruise, eine D-Richtung und eine D-Richtung. Okay, aber B-Line 9, 7, Bravo. 20, Bravo, Direct 2, Coxie, 10, Kirky, Flug 2, 5, left. Gerade in so flachen Regionen, wo oft mal der Wind anders steht an der Küste. Ich bin einmal in so einem Wasserflugzeug auf den Malediven geflogen, das war auch spektakulär. Ja, das glaube ich. Wenn die vorne noch rudern. Wie ist das denn auch so, wenn ihr so direkt zu Südtau? Wenn ihr so Südtau, das ist auch Postend information, Delf 1820, expect vectoring for ILS approach, runway 26 for arrivals and departures, clear and dry, transition level 50, wind 140 degrees, 2 knots, variable between 100 and 170 degrees, top okay, temperature 26, dew point 15, QNH 1006. Temporarily from 1900 wind der Jacke noch eingepackt hat. Ja. Werden wir möglicherweise brauchen am Abend. Ja. Haben wir jetzt zu verwöhnen von den letzten 3-4 Wochen. Ja. Aber gut, auf der anderen Seite ist es auch besser, wenn es den ganzen Tag in irgend so... CC2729 von der Tamsenau, 130, das ist 1955, alright. Good evening, Foxtrot Bravo Romeo Hotel Alpha inbound D-Note descending level 60. Foxtrot Bravo Hotel Romeo Hotel Alpha, good evening, information goal for runway 26 heading 290. Heading 290 and we have information goal from board Foxtrot Alpha. Roger. So, dann können wir jetzt approach. Activate Vector is the final, weil wir sind jetzt auf den Vektoren drauf und nicht mehr auf dem GPS. Okay. Das heißt, wir intercepten hier vorne diese Linie und folgen der dann rein. And ground master, good evening all of you. The Fox Bravo Romeo Hotel Alpha, apron 3 please. Roger, apron 3, Fox Alpha. Okay, apron 3, thank you. Jetzt bei dem Anflug auf mit Tower Kontakt oder gar nicht? Am Ende ja, das ist jetzt gerade der Approach, also der hockt auch bei dem im Tower, glaube ich. Und der ist jetzt so dafür zuständig, dass er uns hier auf den Anflug drauf sortiert und wenn wir established sind auf dem Anflug, also kommt dann nachher diese Nadel, zeigt an, dass
der Endkurs hier jetzt noch rechts von uns ist und wenn wir uns darauf zunähern, geht die Nadel rein und dann kommt auch der eine von oben. Und dann müssen wir das Kreuz in der Mitte halten und wenn wir da established sind, dann wird uns der Approach an den Tower übergeben. Tower Bear Control Request to Enter Runway via Echo. Bitte? Bear Control Enter Runway. Das ist ja. Also das Funkgerät ist noch alt, aber die Sachen habe ich alle neu anbauen lassen, die sind alle von Garmin. So, die Minimums waren 2.13. Final Approach Course 2.57. Cleared down to level 60. Unterm Outer Marker 1570 Fuß und bei 2000 fängt's an. Foxtrot Hotel Alpha, Interceptor Localizer 26. Interceptor Localizer 26 Fox Alpha. And we maintain level 60. According for descent and about 7 miles. Roger, thank you. Okay, also wir sind jetzt geklärt, diesen Localizer, so nennt sich diese laterale Führung, zu intercepten. Und wir müssen aktuell noch auf den 6000 Fuß bleiben. Okay. Das ist jetzt alles Energiemanagement hier aus der Höhe. Wird Geschwindigkeit beim Runtergehen und ich muss aber rechtzeitig so viel Geschwindigkeit abbauen, dass ich nachher das Fahrwerk raustun kann. Okay. Muss also frühzeitig genug die Power reduzieren und anfangen runterzugehen. Was für eine Geschwindigkeit kann es sein oder soll oder was muss Maximum sein, dass du das Fahrwerk rausbringen kannst? Unterhalb von der roten Linie her, also 105 Knoten. Okay. Und wenn die nachher im Sinkflug ist, die Maschine, dann ist es schwierig, die unter die 105 Knoten zu kriegen. Also wenn wir jetzt komplett in der Suppe wären und die Minimums weit unten, dann würde ich jetzt schon das Fahrwerk raustun und langsam anfangen anzufliegen, damit es alles schon erledigt ist. Okay. Aber jetzt sehen wir ja nachher dann den Flugplatz und dann ziehe ich nachher einfach kurz vor der Landung, ziehe ich nochmal die Nase hoch, dann baue ich die Geschwindigkeit ab, tue das Fahrwerk raus und nehme die Nase wieder runter. Okay. Das kann ich halt nicht machen, wenn ich in den Wolken drin bin, weil dann bin ich ruckzuck weg vom Kurs. So, jetzt dürfte dann gleich die Nadel anfangen reinzukommen. Weil jetzt hier schon fast in der Verlängerung sind. Foxtrot Hotel Alpha, descent to 2000 feet, QNH 1006, clear to list 26. 1006, 1006 down to 2000 and cleared for the ILS runway 26 Fox Alpha. Okay. So, jetzt kommt die Nadel rein hier. Das heißt, ich drehe schon mal auf den Kurs rüber, um die zu intercepten. Runter auf 2000 Fuß und dann folge ich einfach nur nach dem rein. Okay, noch 3 Minuten bis zum Outer Marker und an dem müssen wir dann auf 2000. Nope, das ist der Final Approach Fix, da müssen wir auf 1570 sein, damit das passt. Das heißt, wir müssen mal noch ein bisschen stärker runter. Power Control, René, geht es lang. Power Control, thank you. Noch 2000 Fuß bis dahin. Da, jetzt haben wir langsam wieder Internet hier. Ist ja gut. Ab links rein.
Contact Hotel Alpha, the wind is veering a little bit for the moment, it's now 110 degrees 4 knots. Roger, thank you, Fox Alpha. Is that a problem for you for landing? Negative. Okay, continue. You're slightly north of the axis. Yep, I'm correcting, Fox Alpha. Oder wir sind ein bisschen nördlich von der Achse, stimmt auch. Der Track ist links von uns. Ich habe den Autopilot ausgeschaltet und fliegt von Hand. Jetzt bleiben wir hier erstmal in 2000, versuchen die Geschwindigkeit wieder weiter abzubauen und das Fahrwerk rauszutun. Da kommen wir jetzt zur Gleitslope rein. Den folgen wir jetzt nach unten. Alpha wind 110 degrees 4 knots, runway 26 cleared land. 26 cleared land, Fox Alpha. Siehst die Landebahn? So, jetzt kommt hier der Automarker. Das ist der Final Approach Fix, hier müssen wir jetzt established sein, sind wir auch. 1570 ist die Zielhöhe, da sind wir gleich. So, die Before Landing Checks. Fuel pump is on, fuel tank is full, let's make sure full rich filtered air is on, autopilot is off, speed, gear, prop and flaps to follow. Gear is done and locked, green light. Prop is full forward und dann haben wir nur noch Flaps is required before landing checks complete. Merkt man, wie der Wind uns da in die Richtung drückt, deswegen steht die Nase jetzt ein bisschen rechts. Ja, das ist ein herrlich stabiler Endanflug hier. Merkt man gar nichts. Gear is down and locked, green light. Wind 100 degrees, 5 knots. Links die vier Lichter, da müssen jetzt die zwei linken weiß und die zwei rechten rot sein, dann sind wir genau auf dem Gleitpfad. Okay. Wenn mehr weiß sind, sind wir zu hoch, wenn mehr rot sind, sind wir zu tief. Aber dadurch, dass der Gleitslope hier genau in der Mitte ist, passt okay, das ist ja interessant, gekoppelt. Passt das. So, hier sind der Mittelmarker, sind die Minimums.
Landing clearance is received. Gear down and locked. Green light. Hotel Alpha via Delta 1. Via Delta 1, Fox Alpha. Okay, after landing checks, flaps are up, car flaps open, lights, boost pump is off. Oh, halt mal, das ist Echo. Ne, Delta. Delta 1, ja. Boost pump, mixture lean, transponder standby after landing checks complete. Delta 1, ja, genau. Foxtrot Hotel Alpha, then left on Kilo, the marshal is waiting for you, Golf 2. Good evening, sir. Roger, left on Kilo and following the marshal of Fox Alpha. Ja, das schaut schon nach dem Flughafen aus hier. Ja. Auch wenn die mal wieder hier die Taxiways renovieren könnten. Das Wetter ist aber auch nicht so astrein hier. Nee, nicht wirklich. Aber warm ist es. Ja. Sehr geschmeidige Landung. Ja, der Anflug, der war schön. Nicht gut, wenn du so eine weite Sicht darauf auf die Landebahn hast, ne? Ja. Gibt's dann kompliziert an, oder was sind so kompliziert anzufliegende kleinen Flughäfen? Ja, in den Bergen ist halt immer schwierig, gerade Innsbruck zum Beispiel. Ja. Da musst du dann auch gewisse, für einen Abflug musst du dann gewisse Performance-Minimums haben, Steigraten und sowas in den Bergen. Flachland ist eher easy. Ja. Der guidet hier, oder was? Ja, das ist unser Marshaller. Der fährt uns dann nachher zum Terminal rüber und dann können wir da uns um die Öffentlichen kümmern. Okay, ist das... Ist dann quasi mit gebucht hier in dem Fall, oder was? Ja, genau. Ja, anders kommen wir hier nicht raus. Ja. Zu Fuß rüberlatschen ist hier eher nicht. Nicht wie in Augsburg. Nee. Was zahlt man an dem jetzt hier? Gebühr für die Landung? Geht so. Also ich glaube insgesamt werden wir bei 50 oder 60 Euro liegen. Die Landung ist nur 10 Euro, Takeoff 10 Euro und dann kommt halt die Parkgebühr noch irgendwie dazu und ein paar Passagiergebühr, Abfertigungsgedöns. Ja. Das setzt sich an jedem Flughafen anders zusammen. Aber es klingt moderat. Ja, hier ist wirklich okay. Für die, auch für die Infrastruktur, die man hier hat, dann öffentliche Anbindungen. Ja. Punktlandung, ne? Kurz vor 9. Aber wirklich. Stellt. Gut, dann Shutdown Checks, Avionics. So, willkommen in Ostende. Vielen Dank.
Coole Erfahrung.